Willkommen zum Profiltalk, einem Gespräch über die Titelstory in Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Diesmal am Cover die Chatnachrichten aus der Führungsebene des Landes. Und dazu bei mir heute im Studio Profiljournalist Michael Nickbarsch. Schön, dass du da bist, Michael, freut mich. Hallo, servus Marcel. Teils Verstörendes, was da ans Licht gekommen ist in den letzten Tagen. Wie schaut ihr genau auf diese Chatprotokolle der Führungsebene sozusagen? Sprachlos. Zunächst einmal wie wahrscheinlich jeder, der sie lesen konnte, weil es eine Mischung ist aus ganz Banalem und dann doch wieder sehr Wichtigem. Aber all das passiert in einem sehr verspielten, teils infantilen Grundton. Also man bekommt beim Lesen das Gefühl, dass da ein paar Buben sich Gedanken über ihre eigenen Karrieren machen, aber auch Gedanken über Postenbesetzungen anderer und das Ganze teilweise einfach verblödeln. Und wir haben eine Anspielung gemacht in dieser Geschichte, nämlich wir sind zurückgegangen in die Vergangenheit und haben Jörg Haiders Buberl-Partie bemüht. Das war eine Gruppe junger Männer, die Jörg Haiders Aufstieg begleitet hat, ab Mitte der 1980er Jahre, also zu einer Zeit, wo Sebastian Kurz gerade geboren war. Mhm. Und haben jetzt festgestellt, okay, Österreich hat wieder eine Buberl-Partie. Viele dieser Wegbegleiter von Jörg Haider sind vor Gericht gelandet letzten Endes. Wie stehen die Vorzeichen jetzt gerade, wenn man sich so anschaut, welche Postenschacher, Postenbesetzungen und Eingriffe in die obersten Machtzentren da jetzt gerade stattfinden? Es gilt die Unschuldsvermutung, ist eh klar, aber es gibt auf der anderen Seite laufende Ermittlungsverfahren. Es könnte jetzt sein, dass der eine oder andere aus dem Umfeld von Sebastian Kurz den Weg antritt, den schon das Umfeld Jörg Haider antreten musste, wobei das eine mit dem anderen hier natürlich nichts zu tun hat, aber es ist schon erstaunlich, dass wir da Parallelen sehen konnten. Also es gibt ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen Gernot Blümel im Zusammenhang mit einer angebotenen Parteispende von Novomatic 2017. Es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen Tom Schmidt, den Chef der Staatsholding ÖBAG. Das ist innerer Kreis Sebastian Kurz im Zusammenhang mit der Casinos-Affäre, Postenbesetzungen und Absprachen. Also da kommt schon was potenziell auf uns zu. Also das ist für die Staatsanwaltschaft durchaus interessant. Es steht auch der Vorwurf der Falschaussage gegen den Bundeskanzler im Raum. In welchem Zusammenhang genau? Eine zentrale Frage im Ausschuss war, was wusste Sebastian Kurz über die Konstruktion der Staatsholding ÖBAG? Inwieweit war er vor allem in Postenbesetzungsfragen involviert? Und inwieweit hat er dafür gesorgt, dass sein Buddy Tom Schmidt diesen Job bekommt? Sebastian Kurz hat im Ausschuss im Wesentlichen gesagt, er hat mit all dem nichts zu tun gehabt. Das ist auf Ebene der Organe entschieden worden, das ist auf Ebene des Nationalrats entschieden worden im Zusammenhang mit dem ÖBAG-Gesetz. Ich habe das zwar verfolgt, aber es beschäftigt mich nicht weiter. Mhm. Okay, die Chats zeigen jetzt aber, dass er sehr wohl involviert war. Er wurde von Thomas Schmidt pausenlos auf dem Laufenden gehalten. Tom Schmidt hat sich immer wieder bedankt für die Möglichkeit, diesen Job bekommen zu können. Wir haben ja den einen oder anderen Chat auch gesehen, wo ganz viele Emojis ausgetauscht werden, viele Kussmünder, Herzerl, du bist mein Held, ich liebe dich und so weiter. Also da war schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Selbstverständlichkeit im Umgang. Inwiefern hat sich denn da der Thomas Schmidt ins gemachte Nest gesetzt und sich das auch selbst gebaut? Also nach allem, was wir bisher gesehen haben, ist er Vorstand der Staatsholding ÖBAG geworden, weil es keinen anderen geben konnte, der Vorstand werden sollte. Er hat sich diesen Job nicht selbst auf den Leib geschrieben, aber er hat dafür gesorgt, oder zumindest legen die Chats das nahe, dass ihm der Job auf den Leib geschrieben wurde. Es gab eine Ausschreibung, aus welcher er quasi als Sieger hervorgegangen ist, oder ein Bewerbungsprozess, aus welchem er als Sieger hervorgegangen ist. Es deutet aber einiges darauf hin, dass das Resultat vorher schon feststand. Es ist doch irgendwie ein bisschen befremdlich, wenn man sieht, wie die Führungsebene des Landes kommuniziert, auf welche infantile Art und auf welche teilweise auch respektlose Art, oder? Das wirft ein befremdliches Licht auf das Ganze. Ja, durchaus. Also jetzt gestehe ich schon zu, wenn man unsere Chat-Kommunikation, auch teils private Chat-Kommunikation, öffentlich macht, schaut das wahrscheinlich schnell einmal sonderbar aus. Mhm. Aber hier geht es ja nicht um private Chats, es geht ja hier um Postenbesetzungen im öffentlichen Bereich, es geht um einen Gesetzeswerdungsprozess, es geht um die Abstimmung, auch politische Abstimmungen. Und das passiert aber eben auch in diesem teils vollkommen albernen Kontext. Und das hat mich, also mich persönlich hat es schon ein bisschen verstört und ich bin wirklich einiges gewöhnt, weil ich mir einfach mehr Professionalität und mehr Nüchternheit und Sachlichkeit im Umgang mit manchen Sachen erwartet hätte.
Postenschacher, Aufsichtsräte nach Parteibuch, Ausschreibungen maßgeschneidert, so schreibt es auch Christian Rainer im aktuellen Profil. Jetzt ist uns eine Politik des neuen Stils versprochen worden vor ein paar Jahren von Sebastian Kurz. Ist das der neue Stil? Eigentlich ist es ja der alte, der weitergeführt wird, oder? Also wenn der neue Stil der alte ist, ja, ist es eher gefährliche Drohung. Wir setzen alles sofort, wie es immer schon war. Mhm. Ja, ich nehme da jetzt keinen neuen Stil wahr. Neu ist vielleicht nur, dass die ÖVP das jetzt quasi in ihrem Wirkungsbereich forciert hat. Natürlich kennen wir das. Also als gelernte Österreicherinnen und Österreicher wissen wir ja längst, wie Postenschacher funktioniert. Neu ist, dass wir Chats dazu haben. Das gab es ja in der Vergangenheit so nicht. Ich wollte noch auf einen weiteren Fall eingehen, und zwar auf die Ereignisse mit der katholischen Kirche. Ja, also da hat die Kirche die Asylpolitik von Sebastian Kurz kritisiert und daraufhin ist die Finanz losgelassen worden auf die katholische Kirche. Ist das wirklich, so wie es da steht, schwarz auf weiß, eigentlich ein Racheakt? Verrückte Geschichte, oder? Es ist eine Einschüchterung offenbar gewesen. Also die katholische Funktionäre und Würdenträger haben sich hingestellt in die Öffentlichkeit und gesagt, die Asylpolitik ist so nicht in Ordnung. Der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schiebke, hat auch einen Vergleich zum Nationalsozialismus bemüht. Und das scheint etwas ausgelöst zu haben auf Seiten gewisser ÖVP-Vertreter, weil in zeitlicher Nähe zu diesen Äußerungen der katholischen Kirchenspitze taucht plötzlich Thomas Schmidt in Begleitung als Generalsekretär des Finanzministeriums in Begleitung eines Kollegen bei der Bischofskonferenz auf und sagt, oh, wir schauen uns jetzt einmal Steuerfragen an, für alle Kirchen, aber soweit wir wissen, gab es keinen anderen Termin bei anderen Kirchenvertretern, sondern eben nur bei der katholischen Kirche. Mhm. Und der Generalsekretär der Bischofskonferenz selbst, Peter Schiebke, sagt, ja, also offensichtlich gab es da einen Zusammenhang. Ja, er sei überrascht und verwundert gewesen über diesen Besuch und es war auch der einzige. Es wurde nachher von Seiten des Finanzministeriums nie wieder ein Vorstoß in diese Richtung unternommen. Hängt da jetzt der Haussegen schief zwischen katholischer Kirche und Sebastian Kurz? Da schwebt doch was im Raum, oder? Ah ja, also da hat er schon einen Drum hingestellt, ja, mhm. Weil dass ein konservativer Kanzler, der seine christlich-soziale Ader immer betont, und der ist ja, soweit ich weiß, auch ein gläubiger Christ, mhm. Mit dieser Nummer um die Ecke kommt, ist schon überraschend. Ja. Ich meine, ich habe jetzt die Schiebke als einen robusten Mann kennengelernt, der sich nicht so leicht schrecken lässt, aber das Signal war schon da. Mhm. Schauen wir, was da noch passiert. Es geht auch viel um Einschüchterung teilweise und Interventionen bei den Medien, wo auch massiv eingegriffen wird. Was steht da so im Raum? Naja, das wussten wir vorher natürlich auch schon, weil da und dort hörst du ja aus der Medienbranche auch, da läutet beim einen das Telefon öfter als beim anderen. Also bei Profil läutet es, also zumindest bei mir läutet es nie. Wir werden schon wissen, warum. Ja, aber es gibt natürlich Kollegen, insbesondere Chefredakteurinnen und Chefredakteure im Land, die das erdulden müssen. Und aus den Chats geht auch hervor, dass es immer wieder mal probiert wird. Also Tom Schmidt zum Beispiel wollte um jeden Preis verhindern, dass berichtet wird, dass er der neue ÖBAG-Vorstand ist, dass es zu früh berichtet wird. Er hatte offensichtlich Angst, dass ihm Publicity, also Vorab-Publicity, den Job möglicherweise verleiden könnte oder verunmöglichen könnte. Und da gab es dann immer wieder den Versuch, dass bei Tageszeitungen also interveniert wird, um die Berichterstattung zu soften oder einen anderen Fokus darauf zu legen. Ja. Schauen wir nochmal auf Thomas Schmidt. Was vermutest du, wie wird es da jetzt weitergehen mit ihm? Wird er in Amt und Würden bleiben? Ja, also zunächst ja. Die Entscheidung darüber, ob er ÖBAG-Vorstand bleiben darf, hat der Aufsichtsrat zu treffen. Mhm. Der Aufsichtsrat der Staatsholding hat sich bisher so geäußert, dass er gesagt hat, wir können im rechtlichen Sinne, also vor allem im dienstrechtlichen Sinne, kein Fehlverhalten erkennen. Obwohl auf der anderen Seite doch einige Dinge stehen. Ja, also zunächst einmal ist er beschuldigt einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Jetzt kann man sagen, gut, das kann jedem mal passieren. Ja, man ist auch schneller mal angezeigt und so eine Ermittlung sagt er für sich noch nichts aus. Okay. Dann gab es die Vorwürfe rund um seinen Drogenkonsum. Da hat es dann geheißen, okay, aber das ist eine alte Geschichte, das ist alles vorbei. Und quasi die Drogen hat er konsumiert, als er im Finanzministerium war. Jetzt in der ÖBAG macht er das nicht mehr. Gut. Mhm. Und jetzt tauchen Chats auf, da sagt der Aufsichtsrat, diese Chats haben eigentlich jetzt quasi mit der Ausübung des Geschäfts ja nichts zu tun. Also sie lassen jetzt nicht an seiner Berufsbefähigung zweifeln
Und er hat ja jetzt auch nichts Schieres über die ÖBAG gesagt, das heißt keinen Schaden über die Gesellschaft gebracht. Also bleiben wir dem weiter verhaftet. Das kann sich natürlich ändern, wenn Anklage erhoben wird, das wissen wir nicht. Also ob das am Ende für strafrechtliche Verfolgung reicht, das muss die Staatsanwaltschaft und allenfalls ein Gericht bewerten. Politisch ist das eine Katastrophe, wie ich meine, was wir da in diesen Chats gelesen haben, aber das reicht eben nicht. Eben, das wäre meine nächste Frage gewesen. Müssen wir mit mehr Konsequenzen rechnen als nur dem normalen Image-Schaden für die Politik? Wir müssen dann mit mehr Konsequenzen rechnen, wenn ein Staatsanwalt sich hinstellt und sagt, ja, das reicht mir jetzt quasi, also nicht diese Chats jetzt im Speziellen, sondern die gesamten Ermittlungsergebnisse, da wird dann noch einiges zusammenkommen, reichen jetzt für den oder die für eine Anklage. Dann ist klar, dann brauchen wir nicht reden. Also ein Politiker oder ein Manager, der tatsächlich vor Gericht gestellt wird, wird es wahrscheinlich schwierig haben, in seinem Brotberuf den weiter unbeeinflusst auszuüben. In allen anderen Fällen bliebe jedenfalls der politische Makel, weil wir viel über eine politische Unkultur gelernt haben, Klammer auf, die wir schon vermutet hatten, von der wir vielleicht wussten auch, dass es sie gibt, aber nie so deutlich lesen durften. Also ich maß mir da jetzt keine Tipps an, aber ich fände es gut, wenn der eine oder andere endlich erwachsen würde. Dein Wort in Gottes Ohr, sozusagen. Michael, danke schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir lesen alles Weitere im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, genauso wie bei uns. Bis zum nächsten Mal.